Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tormentum Dark Sorrow. Ich bin's wieder, euer Neuländer, und wir sind auf dem Weg zum Zug. Wer hätte es gedacht? Endlich mal. Und wir geben unseren Mutbeweis dem Herrn hier. Das ist das, was ich wollte. Danke. Du hast etwas Großes vollbracht. Indem du die Bestie bezwungen hast, hast du meinen Respekt erlangt. Du bist nun würdig. Du bist nun würdig, über die Felsabhänge zu schreiten. Sei gegrüßt. Und wo ist er? Runtergesprungen oder wie? Haha, sei gegrüßt, Reisender. Wenn du denkst, dass dieser Zug irgendwo hinfährt, dann irrst du dich. Er funktioniert seit langer Zeit nicht mehr. Seine glorreiche Zeit ist ebenso wie die meine schon längst vergangen. Dieser Zug hat Steine für den Bau des Schlosses transportiert. Nach einiger Zeit fand man in unserem Land Vorkommen und baute eine Mine, sodass der Zug nicht mehr gebraucht wurde. Ich bin arbeitslos. Heute ist es eine nutzlose Ruine. Obwohl ich mein Leben dem Schutz dieses Zuges vor Räubern gewidmet habe, sind Jahr für Jahr Teile verschwunden. Um das zu retten, was noch da ist, habe ich die Tür vom Maschinenraum verschlossen. Die Kombination, um sie zu öffnen, habe ich in meinem Kopf versteckt. Aber auch hier wurde ich bestohlen. In seinem Kopf. Meine Erinnerung wurde vom Alter bestohlen. Ah, kleiner Witz, ich habe die reingelegt. Mitsamt dem Ort, wo ich die Kombination auf Felsen gehauen habe. Wenn du wirklich fest entschlossen bist, könnten wir uns aber gegenseitig helfen. Hab schon lange nicht mehr, was? Du möchtest zu den eisigen Tränen und ich träume davon, noch vor dem Tod, der immer näher kommt, eine letzte Fahrt mit dem Zug zu machen. Das bietet sich doch an. Mach mal doch. Wenn du es schaffst, in den Zug hineinzukommen, alle fehlenden Teile zu finden und irgendwie eine neue Energiezelle zu erzeugen, könnte ich womöglich den Zug starten. Das ist aber nicht alles. Ich werde auch einen originalen Fahrschein zu den eisigen Tränen benötigen, da auf ihm die Route verschlüsselt ist. Boah, Alter, machst du mir nicht zu kompliziert, ey. Echt unnötig. Der Zug, der mich zu den eisigen Tränen bringen kann, ich muss ihn irgendwie in Gang bringen. Was haben wir? Okay. Und das ist die Kombination, die, bringt uns nichts. Okay. Was haben wir denn als nächstes? Wir haben das Ei. Ah, wir müssen jetzt in die Gruft. Wir müssen in die Gruft. So, hier. Und hier fehlen. So, ah, genau. Und wir müssen. Ja, wir müssen ein Bild malen. So. Ich habe das Gefühl, dass das noch rum muss. So, passt das schon eher. Und dann. Hier. So. Zack. Und so. Aha. Das sieht doch ganz gut aus. Nein. Hier. So. Perfekt. Ich habe es richtig zusammengesetzt. Ich hoffe, dass ich nun sehen kann, welche Geheimnisse diese eigenartige Gruft verbirgt. Alles klar. Probier mal aus. Ja, anstatt einfach reinzugehen. Ne? Geht einfach noch ein paar Schritte. Okay, was ist das denn? Was das wohl heißt? Dein, also den, E-N-E-M-U-D-D-A. Was? Okay, man hat sich sehr viel Mühe gemacht, um diesen Löwen zu verstecken. Welche Geheimnisse er wohl verbirgt. Vielleicht aktiviert er aber auch die Transformer. Wer weiß. Oh, wir sind tot. Wir haben irgendeine Falle ausgelöst. Was geschieht hier? Aus der Decke kommt Gas heraus. Ich bin wahrscheinlich in eine Falle ohne Ausweg getappt. Was haben wir? Sind wir jetzt gestorben? Das aus den Wänden strömende Gas hat den ganzen Raum gefüllt. Langsam verspüre ich seine verhängnisvolle Wirkung. Mein Körper ist ganz schwer. Ich bin auf die Knie gefallen. Panisch habe ich versucht zu flüchten, aber die Luke war verschlossen. Alles um mich herum begann sich zu verändern. Als ich wieder bei Bewusstsein war, war nichts mehr so wie vorher.
Okay, geil. Die Luke ist zu. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Hände wollen mich fassen. Ich glaube, ich verliere die Sinne. Okay. Okay. Warte. Wir spielen hier Memory. Ernsthaft, wir spielen Memory. Mit Dingen, die zueinander gehören. Magst du mich verschaukeln? Ein Schwert und Schild. Nee. Schwert und Schild. Achso, wir haben. Wir haben eine gewisse Zeit. Willst du mich verarschen? Ein Würfel, ein Totenkopf, ein Gift. Da ist die Sonne. Boah, Alter. Okay, Sonne und Mond. So. Vogel und Käfig. Baby und Gehirn? Nein. Doch. Alter und Baby. Ein Fisch und. Nein. Wasser und Tod. Nein. Ah, Kopf und Kopf. Ah, Wasser und. Jetzt. Okay. Zack. Okay. Eine Tür. Und eine geschlossene Tür. Ein Herz und ein Engel. Nee. Ein Fisch und ein toter Fisch. Würfel, okay. Nein, falsch. Herz und Tür. Aha. Engel und Teufel und Kugel und Würfel. Geschafft. Mit den Würfeln passiert etwas. An einer Wand beginnt ein Durchgang zu erscheinen. Okay. Dann gehen wir mal in den Würfel hin. Nein. Boah, wie unangenehm das hier ist. Erstmal was trinken. Was geht nicht? Tanzendes Ungeziefer, das Ritual bewacht, ergötzt sich an dessen schändlicher Pracht. Dreifach gefesselt, die trockenen Lippen verbissen, die Zeit schreitet hin, wieder ein Geist dem Leibe entrissen. Geiles Gedicht. Ein Teil eines Gedichts, wenn nur die Mauern sprechen können. Das ist echt ein ziemlich geiles Gedicht. Von allen Gerechten, sie im Kreis zusammenkamen, diese fünf geschwind die Masken nahmen. Zweifache Ladung, die armseligen Körper durchstach, doch den gierigen Boten war nicht genug danach. Okay. Haben wir noch weitere Gedichte hier? Was ist hier passiert? Eine gewaltige Kraft muss all jene getötet haben, die sich die Hinrichtung angeguckt haben. Was haben wir hier? Okay, da brauchen wir eine Anleitung für. Das, Ah, warte, zweifach die Ladung. Fünf Leute. Zweimal die Ladung. Ne? Fünf Henker. Und ein Gefesselter. Oder? Der Hebel leistet Widerstand. Okay, was haben wir hier? Dreifach gefesselt. Das Seil also auf die 3. So. Ich mach den hier. Dreimal den Stoß. Ach so, okay. Zack und zack. Jetzt. Die Zeiger dieser Uhr haben sich auf die Stunden, die ich gewählt habe, blockiert. Gute Sache, Harry. Okay. Der Hebel ließ sich ganz einfach umstellen. Hallo Kollege. Du hast eine Sonnenbrille auf. Cool. Ich kenne diesen Ort. Das ist der Hinrichtungsraum im Keller des Schlosses. Hier ließ ich mitsamt Dutzenden anderer Wesen schmerzerfüllt mein Leben. Und dieser Raum ist aber anders, als ich ihn in Erinnerung habe. Alles hat sich irgendwie verändert. Meine Peiniger sind tot und das Innere vermisst. Wer auch immer du bist, ich muss dich warnen. Höre mir gut zu. In dieser Welt ist niemand der, der behauptet zu sein. Halte deine Augen offen. Na, danke für den Tipp. Oh, wir haben die Krone. Wir haben Macht. Ich habe die Krone der Verdammten genommen, über die mir einige Bewohner dieses Reiches erzählt haben.
3. Wir haben jetzt. Eine Zeit lang habe ich gedacht, es sei wieder zurück im Schloss gewesen. Waren das ein Traum oder Halluzinationen, die vom Gas ausgelöst wurden? Können wir das da... Das heißt wohl Gift. Die Tür ist zugegangen. Ja, das sind die Glocken. Dreimal läuten. Was haben wir hier? Nee, das ist so eine Kombination, ne? Naja, egal, was haben wir? Ich frage mich, wie es jetzt weitergehen soll, bitte. Sollen wir jetzt mit der Ratte quatschen? Ich habe gar keinen Bock, mit denen zu quatschen, ey. Warst du schon im Inneren der Gruft? Yep. Wir waren schon im Inneren der Gruft. Die Krone der Verdammten, so wie ich vermutet habe. Habe tausend Dank, mein Freund. Ich versichere dir, dass ich sie für einen guten Zweck verwende. Ach, fuck, nee, oder? Die haben es dem Falschen gegeben. Scheiße. Scheiße. Ich wollte es dem anderen Typen oben geben. Ah, Mann. Boah, das ärgert mich jetzt wirklich, weißt du? Also richtig ärgert mich das. Hallo? Ich sehe, dass du beschlossen hast, mich zu betrügen, indem du das stürmische Ei diesem Schatten seiner Existenz an der Weggabelung übergeben hast. Das war mein Ei, nur meins. Ich glaube, wir machen hier uns hier fein und ich glaube, wir haben das echt verkackt mit dem. Was hast du angestellt? Weißt du, wem du die Krone übergeben hast? Solch eine Kraft in falschen Händen könnte tragische Konsequenzen mit sich bringen. Nun ist es aber zu spät. Wir können jetzt nur auf die Folgen warten. Ja, Mann, tut mir leid. Achso. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Mann, ey. Okay, so. Ich brauche mal jetzt vorne. So. Ich bringe das jetzt mal in die richtige Reihenfolge hier. Ah, falsch. So. So. Wunderbar. Geschafft. Ich habe einen roten Monolith gefunden. Wir müssen irgendwie dem Kumpel da unten helfen. Entnommen. Wir tun die Energiezelle mal hier rein. Nein, können wir nicht. Ja, schon klar. Ah, nee. Ich will dem Typen noch helfen. Ich will... Können wir irgendwo die Kabel finden? Wir haben es echt, wir haben die Krone echt dem Falschen gegeben. Punkt. Keine andere Diskussion möglich. Boah. Okay, geben wir dem mal das Ding. Achso. Okay.
Haben wir irgendwelche Notizen dazu? Nein. Nein. Nö. 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 Ist alles schon zu alt. Okay, wir müssen auf jeden Fall eine Anleitung finden, wie das Ding auszusehen hat. Tja, aber wo hat der... Nee. Ist Zug? Wir suchen die Notizen vom alten Mann. Ich klicke gerade wild um mich rum. Nee. In der Hoffnung, dass sich der Zettel vielleicht umdreht und uns gesagt wird, wie die Kombination lautet. Aber wir gehen nochmal rein. Was haben wir hier? Aber wir können hier nicht weiter was machen. Ne? Oh Mann, ey. Erst haben wir den befreit. In den Gedanken, dass wir das Richtige getan haben. Jetzt haben wir tatsächlich sogar das Falsche getan. Indem wir ihm sogar noch die Krone gegeben haben. Mann, wir sind total blöd, ey. Oh Mann. Finden wir hier was. An Notizen. Ne, die Bücher haben wir ja schon durch, ne? Moment. Vielleicht sehen wir ja hier durch etwas. Was wir vielleicht... Aha! Geil. Jawohl. Dann machen wir das noch in der Folge und dann machen wir wieder einen Cut. Schön. Gefällt mir gut. Und ich hoffe, dass wir die Ersatzteile finden, damit wir dem... der armen Sau wenigstens im Keller helfen können, noch bevor wir abhauen. Das wäre mir so wichtig. Das wäre mir wirklich so wichtig. So, wie war das? So ein kleiner Invader, ne? Tada! Du hast es also geschafft, die Tür zum Maschinenraum aufzuschließen. Ich gehe und schaue mich innen um. Gut, bevor wir in den Zug einsteigen, machen wir hier einen kleinen Cut. Ich bedanke mich für euer Einschalten. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Bis dann. Für euch hat gespielt der Neuländer.